Eine neue Folge MT5, heute mit einem ganz besonderen Spielbericht für alle, die mit den Finsterdämonen einsteigen wollen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo, Marcel hier und heute habe ich einen etwas anderen Spielbericht, der soll nämlich besonders gut geeignet sein für Leute, die sich mit den Dämonen noch nicht auskennen, deswegen auch hier Dämonen gegen Dämonen. Und ich werde sehr viel erklären. Ich werde jetzt nicht alle Karten nochmal zeigen und durchgehen, aber wenn ihr euch die nochmal anschauen wollt, ist hier oben in der Infokarte ein Video verlinkt, wo die alle nochmal gezeigt werden, aber ich werde beim Spiel alle Fähigkeiten quasi auch nochmal erklären, wenn ich sie auch nicht zeige, und Alternativen durchgehen, erklären, wieso jetzt man Sachen nicht machen kann oder was gerade die Bedrohung ist und so weiter. Und wenn ich dann noch mehr erzählen möchte, werde ich wie hier einmal das Bild einfrieren und ich hoffe, dass das dann ja sehr gut für Leute geeignet sind, ist, die sich mit den Dämonen noch nicht so auskennen und sich aber dafür interessieren. Und in dieser Ansicht werden wir zum Beispiel erst einmal etwas länger bleiben, denn ich möchte euch die Aufstellung erklären und da haben wir schon einige unterschiedliche Kreaturen. Ich habe die schwarzen Würfel gespielt und der Kionis hat die lila Würfel gespielt. Ich habe gestartet mit 3-5-2, da habe ich auch ein Video schon zu abgedreht. Ich weiß jetzt nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wo ihr das guckt, das schon online ist, wo ich das etwas erkläre. Aber ich gehe jetzt einmal auf die Figuren alle ein. Wir haben einmal den Fünfer, ist natürlich erstmal eine starke Kreatur, kann nämlich 1 bis 4 schlagen und hat die Fähigkeit, dass man Wichte, da sehen wir bei den Lilanen schon die Einser-Kreatur, reinsetzen kann auf einem angrenzenden Feld, also entweder links, rechts, oben oder unten. Die Wichte haben dann die schöne Eigenschaft, dass sie angrenzende Kreaturen, die nicht selber Wichte sind, also mit Machtstufe 2 oder höher, vor Angriffen schützen. Das heißt, wenn ich jetzt den Sammler zum Beispiel hier 1 nach vorne bewegen würde, könnte ich im nächsten Zug als seine Aktion einen Wicht an die Position, wo jetzt noch der Sammler steht, hinsetzen und dann wären alle meine 3 Kreaturen vor Angriffen geschützt und der Gegner müsste sich dann irgendwie überlegen, wie er da noch rankommen kann. Das ist dann je nach welche Fraktion man spielt, welches Volk, unterschiedlich trotzdem noch möglich, selbst wenn quasi der Wicht von allen 4 Seiten gedeckt ist, haben da eigentlich alle Fraktionen Möglichkeiten, trotzdem noch was dagegen zu machen. Außerdem kann der Sammler auch Wichte wieder einsammeln, indem er sich auf sie drauf bewegt. Ich könnte also auch hier vor mich quasi einen Wicht im ersten Zug hinstellen und wenn ich dann wieder dran bin, kann ich mich mit dem Sammler da drauf bewegen und bekomme dann für diesen Sammler noch eine Bewegung, eine Attacke oder eine Aufwertung. Das heißt, ich kann quasi das auch benutzen, um erstmal ein bisschen zu verzögern, kann sehen, was der Gegner macht und kann mich dann halt in der nächsten Runde quasi erst entscheiden, was ich noch machen möchte. Ich kann dann halt nur, wenn ich den einsammle, nicht direkt wieder in Wicht raussetzen. Dann kommen wir zur nächsten Kreatur, der Dreier-Kreatur. Der Kionis hat ja auch 3 davon aufgestellt. Und die kann wie alle Dreier-Kreaturen gegnerische 6er-Kreaturen schlagen. Und die Jäger haben den Vorteil, dass die sich 2 Felder bewegen dürfen. Ganz normal auf angrenzende, aber auch über Eck, wodurch man dann quasi auch aufs diagonale Feld kommt oder halt 2 nach vorne. Wichtig dabei, das gilt nur für die Bewegung. Das heißt, angreifen dürfen sie immer nur, wie jede andere Kreatur normalerweise auch, auf angrenzende Felder und nicht 2 Felder. Außerdem, mit dieser großen Bewegung verbunden, ist noch, dass wenn sie sich auf einen anderen Dreier drauf bewegen, von ihrer eigenen Seite, dann können sie fusionieren zu einem Finsterdämon. Das heißt 3 plus 3 gleich 6, das heißt sie werden dann zur 6er Kreatur und der bekommt dann sogar direkt noch eine Aktion, kann also nochmal bewegen, angreifen, sehr stark, oder sich splitten. Darauf gehen wir aber nachher nochmal ein bisschen genauer ein. Und das ist quasi die große Stärke von denen, dass sie sich halt 2 Felder bewegen dürfen und wenn sie sich auf einen anderen drauf bewegen, was dadurch natürlich auch noch einfacher funktioniert, dann können sie zu einem Finsterdämon fusionieren, der noch eine freie Aktion bekommt.
Da wir über den Wicht ja schon kurz gesprochen haben, bleibt dann nur noch die Zweierkreatur, die mit der ich ja gestartet habe. Das ist die Besessene und die hat die wunderschöne Fähigkeit, dass wenn sie geschlagen werden kann von einer angrenzenden Figur, eine angrenzende Figur sie schlagen muss. Das heißt, das ist was ganz Besonderes bei Dice War, denn dem Gegner wird quasi die Zugmöglichkeit genommen. Und er wird gezwungen dazu, den einen Zug zu machen, nämlich die Besessene zu schlagen. Und dadurch kann man sehr gut Fallen stellen, indem man halt, ja, noch eine stärkere Kreatur neben der Besessenen stehen hat. Und dann zieht man sie zwischen die eigene und den Gegner. Und dann muss der Gegner schlagen und man selber kann halt dann noch mehr Punkte einstreichen. Damit haben wir alle Figuren, die momentan auf dem Brett sind, besprochen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Da ist euer Feedback sehr hilfreich für weitere Spielberichte dieser Art, die ich mache. Ich fasse einfach nochmal kurz zusammen. Die Jäger sind schnell und können sich, wenn man zwei hat, fusionieren. Das ist die Dreierkreatur. Der Wicht kann angrenzende Figuren beschützen. Der Sammler kann Wichte reinsetzen und einsammeln und die Besessene, die Zweierkreatur, muss geschlagen werden, wenn sie geschlagen werden kann von einer angrenzenden Kreatur. So, vielleicht wäre das besser, dann kommentiert das einfach einmal, wenn ich das so schnell machen soll. Ihr seht hier noch, dass wir mit einer Ortschaft spielen, nämlich den Kratern, die hier in der Mitte des Spielfelds ungefähr liegen. Da braucht ihr aber auch keine Angst vor haben, wenn ihr die noch nicht kennt, denn die sind denkbar einfach. Wenn ein Spieler zu Beginn seines Zuges auf beiden eine eigene Kreatur hat, dann bekommt er einen Siegespunkt. Das heißt, ist so ein Anreiz, da hinzugehen und darum zu kämpfen. Was wollen wir jetzt mit den Aufstellungen erreichen? Prinzipiell ist ja immer gut, wenn man beim Gegner in der Hälfte ist, da man da ja Bonuspunkte beim Schlagen bekommt. Und ich möchte jetzt mit dem Sammler vorgehen, habe mit dem dann eben auch die Möglichkeit, neue Kreaturen weiter vorne reinzubringen. Und die Aufstellung vom Kionis war mir jetzt auch neu, habe ich noch nicht so gesehen, aber was ich mir halt vorstellen kann, wenn er alle Dreier so einmal nach vorne zieht, die dürfen sich ja zwei bewegen, hat er quasi hier an den ruckmarkierten Stellen so eine Art Mauer aufgebaut und kann dann halt jedem mit jedem fusionieren und dann dann Sechser haben und das dann schon recht stark. Das könnte so seine Idee sein. Und er zieht jetzt auch erstmal den ersten Dreier vor. Ich ziehe den Sammler vor. Er zieht dann den zweiten Jäger auch wieder zwei Felder vor. Und ich ziehe mit dem Sammler noch eins vor. Und er stellt jetzt seine Jäger über Eck, indem er den oberen Jäger halt quasi eins nach unten und eins nach links bewegt. Oder eins nach links und eins nach unten. Und kann die jetzt halt in jedem Fall fusionieren. Das heißt, im nächsten Zug kann er einen der beiden Dreier auf den jeweils anderen ziehen, hat dann einen Sechser und noch eine Aktion dazu. Das heißt, der Sechser kann sich dann auch noch bewegen und sogar angreifen, und zwar auf alle von den rot markierten Feldern hier, da er halt zu jedem der beiden Jäger hingehen kann mit dem anderen, um zu fusionieren und dann halt auf die angrenzenden Felder sich bewegen oder angreifen kann. Das heißt, hier die Zone, die quasi gedeckt wird oder bedroht, je nachdem wie man sieht, ist schon sehr groß. Und worüber wir noch nicht ausführlich gesprochen haben, ist der Split von dem Sechser, also der Zauber, wodurch er sich in eine Moorhexe und eine Besessene aufsplitten kann. Und das funktioniert immer so, dass an der Position, wo der Dämon steht, steht dann die Besessene und auf ein angrenzendes Feld wird die Moorhexe gesetzt. Besessene war die Zweierkreatur, Moorhexe die Viererkreatur. Das heißt, in dieser Grafik sieht man jetzt auch, da wo ein Jäger steht, könnte dann auch in einem Zug wieder durch das Fusionieren und dann Aufsplitten eine Besessene stehen und an einem der rot markierten dann halt angrenzend die Moorhexe. Das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, was man direkt in einem Zug durch Fusion und dann halt die weitere Aktion machen kann. Ich habe deswegen dann erstmal hinter mich einen Wicht gesetzt, der schützt jetzt halt den Sammler vor Angriffen. Ich kann notfalls über den Wicht quasi mit dem Sammler auch nach hinten ziehen und fliehen, wobei das natürlich ungünstig ist, weil ich dann in noch höhere Bonuspunkte-Zonen komme. Ich kann den Jäger 1 vorsetzen und die Besessene 1 vorsetzen, die sind ja aktuell noch nicht angrenzend, sondern nur umliegend zum Wicht.
Deswegen sind die noch nicht geschützt, aber wenn sie halt ein Feld nach rechts ziehen aus unserer Sicht, dann sind auch die beiden geschützt und dann kommt man auch nicht mehr so leicht an den Wicht dran. Marvin nutzt jetzt, dass ich an die Jäger da vorne quasi erstmal nicht rankomme und wertet hinten den Jäger zu einer Moorhexe auf. Und ich nach kurzer Überlegung werte dann ebenfalls meinen Jäger zu einer Moorhexe auf. Jetzt können wir mal kurz über die Moorhexe sprechen. Und wir sehen gerade schon, der Kionis hat sich einen Triggerpunkt unten auf der Leiste gerade genommen. Denn solange man eine Moorhexe auf dem Spielfeld hat, ist dann egal wie viele, bekommt man zu Beginn seines Zuges einen Triggerpunkt. Die kann man dann für Zauber nutzen von der Moorhexe und davon gibt es zwei. Der deutlich interessantere ist, dass man einen Würfel opfert, also einen von der Reserve ins Exil legt und dann drei Triggerpunkte ausgibt und dann darf man eine von seinen Besessenen, also die Zweierkreatur, bis zu drei Felder bewegen. Und zur Erinnerung, eine Besessene muss man schlagen mit einer angrenzenden Figur, wenn man kann. Das heißt, damit kann man dann super Fallen bauen, weil man die Besessene halt so weit bewegen kann und dann von irgendwo hinten noch dazwischen schieben kann. Das ist schon recht stark. Und der andere Zauber wäre wieder ebenfalls einen Würfel ausgeben, aber nur zwei Triggerpunkte. Und dann darf man eine Besessene aufwerten zu einer weiteren Moorhexe. Das heißt quasi in einem Zug zwei Aufwertungen auf 3 und auf 4 statt wie normal nur auf eine 3, was normal in einem Zug halt durch eine normale Aktion möglich wäre. Er zieht dann mit dem Jäger hier nach oben. Ich vermute, um halt unten auf meine Moorhexe und meinen Wicht etwas mehr Druck machen zu können. Ich ziehe mit der Moorhexe nach oben und hatte auch einen Triggerpunkt bekommen. Die Moorhexe ist jetzt auch durch den Wicht geschützt, das ist also schon mal ganz gut. Was Kionis da halt auf lange Sicht machen kann, um mich von dem Wicht wegzubekommen, ist eine Besessene einzusetzen. Wenn er jetzt aus heiterem Himmel quasi hier eine hinbekäme, wo jetzt die rote Markierung ist, dann müsste mein Sammler die erschlagen und dann könnte er halt seine Dreier fusionieren und meinen Sammler schlagen und ich bekäme nur 2 Siegespunkte für die Besessene und er bekäme 5 für den Sammler. Und so kann er durch das, ja, mit Besessenem mich halt quasi vom Wicht weglocken. Aber das ist noch ein bisschen weit weg, denn noch hat er keine Besessene auf dem Spiel. Er macht stattdessen jetzt das, wo wir eben drüber geredet haben. Er fusioniert die beiden Jäger, indem er einen auf den anderen zieht. Und zieht dann mit dem Finsterdämon noch eins nach vorne mit der freien Aktion, die er durch die Fusion bekommt. Ich sehe gerade auch, dass er vergessen hat, sich den nächsten Triggerpunkt zu nehmen. Das ist was, was man super leicht vergessen kann. Bei den Dämonen ist das zum Glück meistens nicht so schlimm, da man die nicht so oft ausgibt und dann meistens genug hat. Ich lege da, wenn ich richtig spiele, immer direkt schon einen Finger auf das Klötzchen, sobald ich gezogen habe, damit ich einfach am Anfang meines Zuges dran denke und nicht, oft ist man dann einfach schon so in Gedanken, weiß schon, was man als nächstes machen möchte. Und macht dann seinen Zug statt und vergisst halt einfach, das Klötzchen noch eins weiterzuschieben, wenn es auf das gerade sowieso nicht ankommt. Ich nehme mir dann den Triggerpunkt und ich werte unten die Besessene in meiner eigenen Zone auf zu einem Jäger, denn er hat jetzt ja einen Sechser und dann kann es nicht schaden, wenn man einen Jäger hat und der ist ja auch schneller als eine Besessene wäre, deswegen ja. Fand ich das eine ganz gute Idee, da meine anderen ja sowieso gerade durch den Wicht geschützt sind. Kionis zieht dann den Finsterdämon ein zur Seite, hat da dann mehr Spielraum und versucht halt so ein bisschen hinten an meinen Wicht heranzukommen. Ich bewege meinen Jäger dann 2, damit der einfach ein bisschen besser ins Spiel kommt. Ich gehe jetzt nach rechts statt zum Beispiel nach oben, da ich halt raus aus meiner eigenen Zone möchte, wo ich Bonuspunkte abgebe. Kionis splittet jetzt den Dämon, das hätte er eben halt noch nicht machen können, weil ich dann die Besessene direkt hätte schlagen können und müssen. Und so ist die Besessene, die halt immer auf dem Feld ist, wo der Finsterdämon zuerst stand, erstmal sicher. Und er hat aber auch noch eine weitere Moorhexe schon drinne stehen, die er jetzt wieder aufwerten kann oder halt weiter rumbewegen, um zu versuchen, an meinen Wicht ranzukommen. Ich setze erst einmal einen weiteren Wicht rein. Diesmal nicht, um irgendetwas zu schützen oder um den mit dem Sammler wieder einsammeln zu können und irgendwo hinzukommen, sondern einfach um eine neue Kreatur im Spiel zu haben und ich kann jetzt den zu einem Zweier aufwerten, zu einer Besessenen. Ich habe schon genug Triggerpunkte, um die dann irgendwie drei Felder bewegen zu können, falls sich eine Möglichkeit ergibt.
die zwischen meinen Sammler und eine schwächere Kreatur zu stellen. Und ich kann in zwei Zügen das dann auch wieder zum Jäger aufwerten. Und dann habe ich auch ich die jetzt endlich mal zwei Jäger und kann halt damit auch die Kombination mit der Fusion und so weiter machen. Das heißt hier, wie gesagt, Wicht nicht, um irgendwie mit dem Wicht tatsächlich was zu machen, sondern einfach um die neue Kreatur drinne zu haben, die ich in ein oder zwei Stufen auf die interessanten Kreaturen aufwerten kann. Kionis nimmt sich jetzt erstmal seinen nächsten Triggerpunkt und gibt dann Triggerpunkte aus, um mit der Moorhexe zu zaubern. Mit welcher ist hier im Endeffekt egal. Zwei Triggerpunkte hat er jetzt ausgegeben und den Würfel ins Exil legen vergisst er, glaube ich, sogar aus der Reserve. Ist bei den Dämonen zum Glück auch nicht ganz so dramatisch, da die fast nie alle ihre Würfel aufbrauchen. Vielleicht korrigieren wir es nachher noch und kann jetzt halt seine Besessene in einem Zug auf eine Moorhexe aufwerten. Ich setze jetzt einen offensiven Wicht, so nenne ich das gerne, zwischen meinen Sammler und die Moorhexe. Die Moorhexe ist jetzt quasi bedroht, da ich ja mit dem Sammler den Wicht im nächsten Zug einsammeln kann und die Moorhexe dann halt mit der freien Angriffsaktion, die ich noch bekomme, schlagen kann. Er kann ja aber auch nicht mit der Moorhexe den Wicht schlagen, also kann er schon, dann bekommt er einen Punkt, aber dann ist der Wicht halt durch den Sammler gedeckt und ich kann dann halt mit dem Sammler auch so die Moorhexe schlagen und bekomme dann direkt 4 Punkte. Das heißt, das ist eine Möglichkeit gegen Kreaturen der Machtstufe 1 bis 4, dass man einen Wicht zwischen den Sammler und diese Kreatur setzt und sie dadurch schon bedroht, ohne den Sammler selber bewegen zu müssen und Tempo aufbaut, denn der Gegner muss dann entweder wegziehen oder sich aufwerten, wenn er auf eine 5 kommen kann selber und dann hat man schon einen Wicht wieder drinne, kann den dann selber aufwerten, kann den wieder einsammeln oder was auch immer. Man hat halt einfach Tempo. Ich nehme jetzt kurz den Wicht nochmal weg und zeige eine andere Möglichkeit. Die habe ich im Spiel auch gar nicht gesehen, da ich das sehr selten nutze, aber die Moorhexe kann sich auch splitten in zwei Besessene, die dann jeweils entweder links und rechts oder oben und unten angrenzend hingesetzt werden. Und damit hätte ich hier quasi eine Falle auslösen können, indem ich meine Moorhexe splitte an diese beiden Positionen und dann hätte die rechte Moorhexe halt meine Besessene schlagen müssen für 3 Punkte und dann hätte ich zurückschlagen können mit dem Sammler für 4 Punkte und dann hätte Kionis hier auch nur noch eine Moorhexe quasi in meiner Nähe gehabt und sich ziemlich neu aufbauen müssen. Ich hätte die mit Wichten unter Druck setzen können mit meinem Sammler. Und ich glaube, das wäre ein besserer Zug gewesen, da ich hier halt eben schon recht viel habe und seine Streitmacht recht verteilt ist. Ja, wäre stark gewesen, wenn ich dann quasi die Hälfte davon auslöschen hätte können, sogar noch mit einem Siegespunkt Vorsprung. So, jetzt aber zurück zum normalen Spiel. Der Wicht ist wieder da. Er wertet auf einen Sammler auf, sodass ich nicht direkt schlagen kann. Ich sammle dann den Wicht wieder ein, indem ich mich mit dem Sammler jetzt auf den drauf bewege und kann dann eben noch eine Bewegung, Angriff oder Aufwertung machen und mache hier die Aufwertung, um mit dem Finsterdämon wiederum den Sammler zu bedrohen. Er schützt ihn jetzt selber durch einen Wicht. Das ist halt flexibler, als direkt selber zum Dämon aufzuwerten, weil man noch eine neue Kreatur drin hat und dann in der nächsten Runde immer noch zum Dämon aufwerten kann. Aber eben halt auch den Wicht im Hintergrund hat, dass man auch durch Dreier dann nicht mehr bedroht werden kann. Erstmal und ja, mit dem Wicht dann auch durch eine Aufwertung zum Zweier oder zum Dreier selber schnell mehr Druck aufbauen kann. Das mache ich jetzt auch mit meinem Wicht, der da noch übrig ist. Werte zu einer Besessenen auf, kann die dann, wie gesagt, könnte ich zum Beispiel nutzen, um den Fünfer da irgendwie von dem Wicht weg zu bewegen. Und das wäre aktuell sehr gefährlich, weil wenn ich hier die Besessene mit dem Zauber der Moorhexe hinziehen würde, dann muss der Sammler sie erstmal schlagen und dann kann ich meinen Finsterdämon hier, wo der Sammler stand, hinziehen und bedrohe dann gleichzeitig die Moorhexe und den Sammler und das wird dann schon recht haarig für ihn. Er könnte dann höchstens noch seinen Wicht selber zu einer Besessenen aufwerten, sodass ich die schlagen muss. Und er seine Figuren wieder wegziehen kann. Und dann hätten wir quasi wieder 2 gegen 2 Punkte getauscht. Das einfach mal als kleiner Einwurf, was man mit den Besessenen so alles anstellen kann. Er verhindert das aber, indem er die Moorhexe schon wegzieht.
und bewegt sich dadurch halt auch quasi immer weiter um meine Formation rum, um an den Wicht ranzukommen. Ich werte dann meine Moorhexe zu einem Sammler auf, verhindere dadurch erstmal, dass er weiter durchzieht Richtung Wicht. Ich verliere aber auch alle meine Triggerpunkte. Das wird wohl, kleiner Einwurf, die Dämonen werden neu aufgelegt in der neuen Edition, wo es so ganz kleine Regeländerungen auch geben wird. Da hätte ich jetzt nicht die Triggerpunkte verloren, aber das ist erstmal für jetzt Einsteiger hier Nebensache, und wenn die neue Edition rauskommt, dann kann man das nochmal angucken. Nur falls ihr das in der Zukunft jetzt seht, wir haben das hier nicht falsch gespielt, sondern das war damals noch so. Ich habe jetzt außerdem wieder die Möglichkeit, wenn er da bei einer Moorhexe bleibt, einen Wicht reinzusetzen und die Moorhexe zu bedrohen. Wenn er den nimmt, kriegt er zwar 4 Punkte, aber dann tauschen wir halt auch wieder 4 Punkte gegen 4 Punkte. Und er verliert einen großen Teil seiner Figuren, die gerade da aktiv im Spiel sind. Deswegen wäre das für mich auch recht. Er macht jetzt aber einen Zug, den ich nicht ganz verstanden habe. Und zwar splittet er hier die Moorhexe in zwei Besessene. Dadurch muss jetzt mein Sammler die eine Besessene schlagen. Ich habe gar keine Wahl. Ich bekomme dafür 2 Punkte. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, was er sich bei dem Zug gedacht hat. Vielleicht wollte er meine Formation da einfach etwas aufbrechen. Ich weiß es nicht. Aber beim Kionis bin ich mir ganz sicher, dass er sich was dabei gedacht hat. Er hat dann auf jeden Fall die verbliebene Besessene zu einem Dreier aufgewertet, zu einem Jäger. Und kann jetzt, wenn er noch eine Besessene reinbringt, zum Beispiel über einen weiteren Wicht, meinem Finsterdämon da Fallen stellen mit Besessenen und Jäger. Ich überlege jetzt kurz, ob ich da einen Wicht reinstellen soll, um seinen Jäger unter Druck zu setzen, aber dann, er würde halt beim Schlagen 4 Punkte bekommen wegen der Feldboni. Das ist halt echt, da sieht man mal, wie riesig dieser Nachteil ist, in der eigenen Hälfte zu spielen, weil dann halt eine Kreatur, eine Einser-Kreatur auf einmal 4 Punkte wert sein kann, und ich würde nur 3 bekommen für seinen Jäger, deswegen ist mir dann das doch nicht so ganz wert. Und stattdessen werte ich dann meine Besessene hier zu einem weiteren Jäger auf, denn wie gesagt, bei den Dämonen 2 Jäger da zusammen haben, fühlt sich immer gut an. Er wertet dann selber seinen Sammler zum Finsterdämon auf, und dann wird es schon gefährlich. Denn was man als Dämonenspieler in so einem Kampf 6er gegen 6er immer haben möchte, ist ein Dreier daneben. Den kann er sich hier in einem Zug hinziehen. Aber wenn man diese Kombination hat, Finsterdämon und Dreier daneben, dann kann der Finsterdämon sich halt splitten. Da, wo der Finsterdämon steht, kommt eine Besessene rein. Und dann, wenn der Sechser halt angrenzend ist, muss er die schlagen. Und der Dreier kann dann zurückschlagen. In diesem Fall hier ist die Besessene noch durch den Wicht geschützt. Das heißt, die kann ich erstmal nicht schlagen. Und muss sie daher auch nicht schlagen, da es ja nicht darf. Insofern habe ich dann quasi noch einen Zug mehr. Er müsste den Wicht noch wegziehen oder aufwerten. Aber prinzipiell, das wollte ich schon mal zeigen, dieses, wenn ich 2 Sechser gegenüberstehen habe und da steht ein Dreier daneben, neben dem Finsterdämon, dann kann man diese Falle zuschnappen lassen. Und ich kann das, da ich ja auch Dämonenspieler, natürlich auch, indem ich meinen Dreier hierhin bewegen würde. Im Spiel habe ich jetzt aber den anderen Dreier auf den Krater bewegt, da ich dachte, das ist auch ganz gut, da wieder meine Kreatur drauf zu haben. Denn mit dem anderen Dreier könnte ich mich jetzt zum Beispiel in Richtung anderer Krater bewegen. Er zieht seinen Finsterdämon jetzt eins weiter in meine Richtung. Ich weiß nicht, ob er da Angst vor quasi dieser Falle hatte, die sich halt aufbauen kann. Oder ob er da selber eine Falle plant. Er kann aktuell nicht auf dieses Feld ziehen, genau wegen dem, was wir gerade besprochen haben, dass ich dann meinen Finsterdämon splitten könnte. Und da steht ja auch gerade ein Dreier daneben, darunter halt gerade. Und dann müsste er die Besessene schlagen und dann könnte ich ihn schlagen. Und er wird 3 Punkte für die Besessene bekommen, 2 plus 1, und ich halt 6 für den Dämon. Ich habe das, glaube ich, im Spiel nicht ganz so gesehen, dass er da gar nicht hinziehen kann. Deswegen habe ich meinen Dämon gesplittet in eine Moorhexe dahin. Und dann auf die Position, wo der Dämon steht, eine Besessene. Und genau, die Moorhexe ist ja jetzt momentan ja vom Wicht geschützt vor dem Finsterdämon. Insofern kommt er da dann auf jeden Fall nicht rein. Und ich habe auch wieder dann eine Moorhexe, um mit der Besessene gegebenenfalls Fallen stellen zu können. Selbst über größere Distanzen dann halt bis zu 3 Felder, sobald ich wieder 3 Triggerpunkte gesammelt habe. Der Jäger da unten wertet jetzt zu einer Moorhexe auf. Das ist auch schon direkt wieder die Androhung einer Falle quasi. Denn durch einen Split nach hier und hier
hätte die halt quasi meinen Sammler erwischt, denn ich muss dann die schlagen für 2 Punkte und der Finsterdämon kann dann meinen Sammler abräumen für ganze 8 Punkte und hätte damit schon fast sicher gewonnen. Ich verhindere das, indem ich hier zu einer 6 aufwerte. Er wertet zu einer 5 auf, hat dadurch wieder die Möglichkeit, neue Figuren, insbesondere halt den Wicht reinzubringen und sich und den Finsterdämon da in einem Zug direkt zu schützen. Ich bewege meinen Dreier weiter nach vorne, kann dadurch einerseits relativ schnell jetzt Druck auf seinen Krater aufbauen und ich dachte eigentlich, ich hätte ihm hier eine ganz tolle Falle gestellt. Das werden wir gleich noch sehen. Er wertet erstmal zu einem Sechser auf seinen Sammler da unten. Ich ziehe jetzt hier die Besessene dazwischen und denke, ah okay, er muss sie schlagen. Ich habe meinen Dreier daneben, kann zurückschlagen und habe komplett den Wicht übersehen, der ja dann den Finsterdämon deckt, wenn er geschlagen hat. Deswegen haben wir gesagt, oder war er so nett, mich das nochmal zurücknehmen zu lassen, weil das ja offensichtlich Unsinn ist. Machen wir in Freundschaftsspielen oft so, dass wir bei solchen Zügen dann sagen, okay, Moment, das war Quatsch, dann lass mich doch lieber was anderes machen. Ist dann, glaube ich, auch hier für die Videos interessanter. Stattdessen ziehe ich dann den Jäger dahin. Der ist zwar aktuell nicht geschützt, das heißt, den könnte er schlagen für 4 Punkte, aber dann muss er im Zug danach meine Besessene schlagen, kriegt dann zwar auch nochmal 3 Punkte und hätte dann 7, aber dann könnte ich seinen Finsterdämon schlagen für 6 und ich bin ja schon 2 Punkte im Vorsprung, hätte dann 8 Punkte und könnte dann über virtuelle Siegpunkte, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, versuchen zu gewinnen. Virtuelle Siegespunkte bekommt der Dämonenspieler für jedes Paar von Finsterdämon und Besessenen, die sich irgendwo auf dem Spielfeld befinden. Und ich hätte dann ja schon einen Dämon und Besessene bekomme ich zum Beispiel über die Moorhexe gut rein oder den Wicht, das heißt, ich denke, ich hätte da mir 2 virtuelle Siegpunkte machen können, bevor er mich noch irgendwie noch weiter unter Druck hätte setzen können. Außerdem ist gegen Dämonen als Gegner immer sehr, sehr praktisch, wenn man schon 8 Siegespunkte hat, denn dann funktionieren diese ganzen Fallen nicht mehr mit den Besessenen. Denn er kann mir dann zwar mit Besessenen eine Falle stellen und ich muss die dann schlagen, aber dann habe ich, wenn ich schon 8 Siegpunkte hatte, 10 und dann habe ich schon gewonnen und er kann nicht mehr zurückschlagen. Das heißt, wenn ihr gegen Dämonen spielt, dann versucht ruhig Täusche einzugehen, denn wenn ihr bei 8 Siegpunkten habt, verlieren die extrem an Stärke. Und wenn ihr selber Dämonenspieler seid, versucht Tausche eher zu verhindern, denn sobald der Gegner 8 Siegespunkte hat, wird es sehr schwer für euch. Gleichzeitig bedrohe ich aber natürlich, wenn er diesen Tausch nicht machen möchte, meinen Jäger und meine Besessene gegen seinen Finsterdämon, den Wicht auch noch gleichzeitig. Das heißt, er zieht den Wicht jetzt 1 weg, da er nicht den Tausch machen möchte und halt den Wicht aber irgendwie in Sicherheit bringen muss. Dadurch sind dann natürlich auch wieder seine beiden Finsterdämonen geschützt. Und da ich da jetzt nicht sehe, wie ich noch irgendwas machen kann, groß erstmal, versuche ich Richtung sein Krater Druck aufzubauen und das ein bisschen mehr in seine Hälfte zu bekommen. Er geht jetzt mit dem Finsterdämon an mich ran. Und das kann jetzt auch zur Falle werden, denn wenn er seine rechten Finsterdämon splittet mit der Moorhexe halt nach rechts, dann steht die Besessene ja da, wo jetzt der rechte Finsterdämon steht, direkt über meiner eigenen Moorhexe. Und wenn der Wichter nicht wäre, müsste ich sie schlagen und er kann dann mit dem Finsterdämon, dem linken, zurückschlagen und 6 Punkte einstreichen. Aktuell halt nicht, weil der Wichter steht und ich deswegen nicht schlagen kann. Ich nehme jetzt auch den zweiten Krater ein, das heißt ab nächstem Zug von mir bekomme ich, wenn ich denn die beiden Krater behalte, immer einen Siegespunkt. Das heißt, Geonis ist jetzt hier quasi auf einem Timer, denn wenn man dann schon so 2, 3, 4 Siegespunkte bekommen hat, wird es sehr schwer für den Gegner. Er hat jetzt seinen Wicht zu einer Besessenen aufgewertet, dadurch ist das Feld angrenzend dann nicht mehr geschützt und die Falle quasi aktiv. Ich habe jetzt für meinen Zug schon einen Siegespunkt bekommen und ich habe was übersehen bezüglich der Falle. Vielleicht habt ihr das ja schon gesehen. Ich lasse das jetzt trotzdem im Video drin und bearbeite das nicht nochmal zurück, um einfach zu zeigen, ne, man sieht nie alles. Wenn er sich hier splitten würde mit dem Finsterdämon, stünde seine Moorhexe da, wo jetzt der rote Kreis ist. Ich müsste, wie ich es richtig gesagt habe, seine Besessene, die da ist, wo jetzt der Finsterdämon ist, schlagen. Er muss dann aber auch mit seiner Moorhexe, die neu, da wo der rote Kreis ist, meine Besessene, die da drunter ist,
schlagen. Und damit hätte ich wieder einen Zug, um, ja, ich müsste dann im Endeffekt seine neue Besessene da zu schlagen und hätte dann 4 Punkte. Er könnte mich nicht mehr mit dem anderen Finsterdämon schlagen und er kann auch da meinen Jäger nicht schlagen, da der ja durch den Wicht geschützt ist. Das heißt, im Endeffekt hätte ich dann 4 Siegespunkte bekommen für die 2 Besessenen und er hätte nur 3 Siegespunkte für die eine Besessene bekommen. Insofern wäre vielleicht das Aufwerten zu der Besessenen nicht der beste Zug gewesen, sondern das Bewegen vom Wicht 1 nach links. Dann hätte man da, wo jetzt die Besessene steht, den Finsterdämon hin splitten können. Das war auch irgendwie ursprünglich sein Plan. Ich weiß nicht genau, wieso er dann doch zu einer Besessenen aufgewertet hat. Er hatte da recht viel überlegt und vielleicht hat er sich Sorgen gemacht, dass das mit meinen Siegespunkten dann nicht mehr hinhaut. Er machte ja auch einen relativen Verzweiflungszug dann, indem er mit seiner Moorhexe mit 3 Triggerpunkte und einen Würfel wegtun, seine Besessene neben meinen Jäger, der auf dem Krater steht, hinsetzt und dann muss ich halt die schlagen, bekomme zwar 2 Siegespunkte, aber bin erstmal vom Krater runter. Jetzt kann er den Split, wie eben gesagt, machen und meine Moorhexe da rausziehen, wodurch ich allerdings dann durch das Schlagen der Besessenen nochmal 2 Punkte bekomme, aber er bekommt halt direkt 6. Wenn er die jetzt mit dem Finsterdämon zurückschlägt, da er halt die 2 Bonuspunkte für den Feldboni in meiner Zone noch bekommt. Ich habe dann recht lange überlegt, aber bin zu dem Schluss gekommen, dass wenn ich wieder auf den Krater ziehe, da ich ja schon einen virtuellen Siegespunkt für meine Besessenen und meinen Finsterdämon habe, also quasi schon bei 8 bin und ja, es dann reichen müsste, wenn ich die Siegespunkte über die Krater noch einziehe und er mich da auch nicht mehr wirklich von runter bekommen kann und auch sich selber nicht mehr wirklich Siegespunkte ja irgendwie herbekommen kann und ja, dass das eigentlich reichen müsste. Denn wenn er jetzt mit seiner Moorhexe auf meinen Jäger zugeht, der bei ihm auf dem Krater steht, dann kann ich zu einer 4 aufwerten, er wertet zu einer 5 auf, ich werte zu einer 5 auf und dann habe ich schon die Siegespunkte zusammen, die ich brauche. Also er bekommt mich da halt einfach nicht mehr runter. Er wertet jetzt hier seinen Wicht hinten noch zu einer 2 auf, aber auch, ja, wenn er die gleich dazwischen stellen würde hier, bekomme ich halt schon in diesem Zug den 8. Siegespunkt und dann haben wir ja schon drüber geredet, dann funktionieren die ganzen Fallen mit dem Besessenen nicht mehr und allgemein in seiner Hälfte würde ich ja sogar schon hier auf dem Feld 4 Punkte für die Besessene bekommen. Das ist auch nochmal so, die Fallen mit dem Besessenen sind in der eigenen Hälfte nicht ganz so toll, weil die halt ganz schnell dann auch schon sehr viele Punkte abgeben und da muss man halt wirklich schon eine sehr hohe Kreatur, einen 5er oder 6er vom Gegner damit schnappen, damit sich das lohnt. Ich werte hier dann einfach noch den 3er zu einem 4er auf. Er zieht seinen Finsterdämon jetzt noch dazwischen und könnte sich damit die für einen Sieg bräuchte. Und ich könnte das dann auch nicht mehr verhindern, denn genau, er bekäme 3 Punkte, wäre bei 9 und er hätte auch einen Finsterdämon und eine Besessene. Das heißt, er ist dann auch schon bei 10. Aber das ist halt genau ein Zug zu spät, weil ich jetzt zu Beginn meines Zuges meinen 9. Siegespunkt bekomme und weil ich halt auch einen Finsterdämon und eine Besessene habe, dann schon bei 10 bin und gewonnen habe. Aber auch hier sieht man wieder super knappes Spiel, denn im Endeffekt entscheidet da ein Zug über Sieg und Niederlage. Und an der Stelle auch schon mal herzlichen Dank, Kionis, für das Spiel, hat super Spaß gemacht. Auch danke, dass du das mit dem Mirror Match mit mir gemacht hast, extra um hier so ein Video daraus zu machen. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, und das war das Spiel mit sehr ausführlicher Kommentierung. Ich hoffe, das ist auch für Einsteiger hilfreich so. Da interessieren mich besonders eure Kommentare, denn ich möchte auch für Einsteiger Inhalt anbieten und nicht nur für welche, die sowieso schon voll mit dabei sind. Und ja, war das jetzt hilfreich für euch? An welchen Stellschrauben kann ich vielleicht noch drehen, um es noch besser hinzubekommen? Das ist das, was jetzt eure Aufgabe ist, mir zu sagen. Ansonsten, wenn euch Dice War interessiert, egal ob jetzt die Dämonen oder nicht, kommt zu uns auf den Discord-Server. Ich habe eine ganze Playlist, wie ihr einsteigen könnt. Da seht ihr auch, wie ihr zu dem Discord-Server kommt. Da sind immer welche zum Spielen, auch wenn ihr einfach nur irgendwas erklärt bekommen wollt oder einfach mal so ein Spiel irgendwie locker durchgehen wollt, mit Züge zurücknehmen zum Erklären, was können die, was sind gute Fähigkeiten und so. Überhaupt kein Problem, müsst keine Angst haben, da irgendwen anzuschreiben. Sagt einfach, was ihr da möchtet und quasi gerade auf eurer Dice War Reise braucht und dann bin ich sicher, dass ihr das bekommt. Und bis dahin, viel Spaß!